herzlich willkommen zu einem neuen Video von ZAPTV und herzlich willkommen zu einer neuen ZAPTour. Wir starten heute in Fahrenholz auf der Neeze und wollen entlang der Neeze Richtung Ilmenau wieder zurück nach Fahrenholz paddeln. Es ist also ein Rundkurs, rund 18 Kilometer. Wir haben ein paar Wehre, wo wir die Boards umtragen müssen. Und heute ist es ein kleines bisschen windig. Wir sind also sehr gespannt, was uns auf der Tour alles erwarten wird. Und wir wünschen euch wie immer viel Spaß. Die Subboards sind schon startklar, natürlich Leash. Heute haben wir auch Schwimmwesten an, weil bei dem Wind weiß man ja nie. Und wir haben auch ein bisschen Wechselkleidung eingepackt, weil sollten wir reinfallen bei dem Wind, ist es natürlich von Vorteil, wenn man gleich Wechselkleidung anhat bzw. dabei hat, die man dann anziehen kann. Hier starten wir jetzt aufs Wasser. Das hier ist die Neeze und da paddeln wir dann erstmal grob Richtung Barum. Vielleicht könnt ihr es sehen, aber da hinten ist ein kleiner Storch. Das ist ein kleiner. Da hinten ist ein großer Storch auf der Wiese. Hier gibt es ja ganz viele Störche in dieser Region. Da sitzt einer und da hinten ganz klein sitzt auch noch einer, der da gerade über die Wiese spaziert. Richtig schön hier auf der Neeze. Wir haben jetzt schon knapp 1 Kilometer geschafft. Jetzt knapp 2 Kilometer gepaddelt, sind jetzt hier in dem nächsten Ort angekommen. Sehr idyllisch hier mit den ganzen Häusern am Wasser. Wir haben auch schon 3 Störche insgesamt auf den Feldern gesehen. Also bis jetzt hat sich diese Tour mehr als gelohnt, vor allem weil heute einfach mal gar nichts auf dem Wasser los ist. Durch das bewölkte Wetter, durch den Wind ist hier einfach keiner unterwegs und die Neeze hier gehört einfach nur uns. Ja, und das Schöne ist hier zwischen den ganzen Häusern, weil die Neeze natürlich auch sehr tief liegt, von den ganzen Dämmen und so weiter geschützt ist, ist es hier auch ziemlich windstill. Hin und wieder hat man mal ein bisschen Rückenwind. Wir sind natürlich gespannt, wie das dann gleich auf dem Rückweg wird, auf der Ilmenau, wo uns der Wind dann von vorne ins Gesicht bläst. Nach ungefähr 4,5 Kilometer kommt man dann hier auf ein Wehr. Das kann man bei Niedrigwasser ganz einfach übertragen. Jetzt sieht es aber so aus, als wäre der Pegelstand vom Wasser etwas höher, sodass wir da einfach durchpaddeln können. Aber wir schauen uns das gleich noch mal aus der Nähe an. Hier seht ihr das Wehr und man kann es einfach jetzt durchpaddeln. Da ist nichts drin und ja, dann kann man hier einfach weiter paddeln. Also unspektakulär, das Wasser ist doch höher als gedacht. Thank you.
Nach rund 8 Kilometern kommt ihr an ein Wehr. Das seht ihr dann schon, wenn ihr drauf zufahrt. Da gibt es aber hier eine Möglichkeit, dann mit den Subboards rauszugehen. Und dann müsst ihr hier über so eine Brücke. Da ist übrigens das Wehr und dann könnt ihr auf der anderen Seite wieder einsetzen. Hier seht ihr einmal den Weg, wo man dann wieder runterkommt, wenn man von der Brücke gegangen ist. Und da hinten ist man ausgesetzt und hier seht ihr jetzt einmal die Stauanlage bzw. das Wehr kurz vor Barum bzw. in Barum auf der Neetze. Von hier hinten paddelt ihr runter unter so einer Autobrücke durch und dann müsst ihr, das hier ist jetzt der Barumer See, und dann müsst ihr im Grunde einfach nur nach rechts abbiegen. Da sind so ein bisschen Seerosen, da muss man leider durch, aber da geht es dann weiter Richtung Ilmenau. Und jetzt hier haben wir den Barumer See. Ihr seht jetzt den Kanal Richtung Ilmenau und ihr seht vielleicht, dass er auch schon ziemlich zugewuchert ist von Seerosen. Wir können uns nicht vorstellen, dass man hier dann im Spätsommer noch gut lang paddeln kann. Da ist die Tour dann höchstwahrscheinlich nichts mehr. Ja, vom Barumer See gab es eigentlich ganz so schöne Strecke. Immer hier gerade durch, da waren leider schon ziemlich viele Seerosen. Man konnte nicht anders, man musste durch die Seerosen fahren. Und das hat einfach mal so gar keinen Spaß gemacht. Also im Sommer ist diese Strecke hier leider nicht mehr befahrbar vom Barumer See hier runter. Und im Optimalfall ist jetzt hier hinter dem Deich die Ilmenau. Wir hoffen mal, wir sind richtig gepaddelt. Ja, kurze Umtragestelle, von da hinten sind wir einmal über den Deich. Da kommt Franzi und hier ist sie dann auch endlich, die Ilmenau. Und hier paddeln wir jetzt zurück Richtung Start. Man merkt, dass wir hier eine Fließgeschwindigkeit haben und wenn man dann noch zügig paddelt, dann kann man hier wirklich richtig, richtig schnell unterwegs sein. Vielleicht ist aber auch nur so ein Empfinden nach den ganzen Seerosen, die wir da im anderen Kanal hatten, aber es läuft hier jetzt richtig gut und ist richtig entspannt und schön, hier jetzt weiter zu paddeln. Wir hatten hier Schlimmes erwartet, was den Gegenwind angeht, aber den merkt man gar nicht, dass hier ist richtig schön windgeschützt. Aber wir haben auch das Gefühl, der Wind hat jetzt gegen Abend tatsächlich ein bisschen nachgelassen. Wir haben jetzt schon kurz nach 17 Uhr, also lässt sich dann doch entspannter paddeln als gedacht. Und ja, nach dem ganzen Seerosenkanal da ist es auch schön, dass man jetzt die Tour entspannt ausklingen lassen kann.
Hier kommt ihr dann den Ilmenau-Kanal runter und dann kommt ihr irgendwann hier auf die Schleuse in Fahrenholz. Hier gibt es aber eine Möglichkeit, wenn ihr euch einfach rechts haltet, hier einen Steg, da ist auch das Umtragen von Booten hier erlaubt. Und dann geht man ein Stück über die Wiese und setzt hinter der Schleuse wieder ein. Hier sieht man jetzt die andere Seite der Schleuse, hier kommt man so runter und ja, hier kann man dann sein Board wieder einsetzen und noch ein kleines Stück den Ilmenau-Kanal runterpaddeln und dann sind wir auch schon wieder am Ziel. So, jetzt hier der letzte Part, der kostet uns nochmal alle Nerven. Nicht nur, dass es hier nicht die Ausstiegsstelle gibt, die es eigentlich geben sollte, nein. Es fängt auch noch an zu regnen. Also, das war jetzt noch ein richtig anstrengendes Stück gegen den Wind. Es regnet und jetzt gibt es hier keine geeignete Ausstiegsstelle, sodass wir jetzt hier an dem Schöpfwerk über die Steine einmal wieder auf die Netze rübersetzen müssen. Ja, das Ende haben wir uns etwas schöner vorgestellt, aber die Tour ist eigentlich an dieser Stelle auch beendet. Ich werde gleich das Auto hier vorfahren, das steht jetzt von hier vielleicht 100 Meter Luftlinie entfernt. Ja, und dann war es das mit der Tour. Und jetzt sind wir hier am Schöpfwerk, haben jetzt hier immer die Boards abgeladen. Und jetzt schaue ich mal hier rüber. Und da hinten steht das Auto, da sind wir rein ins Wasser und dann da die Netze runtergepaddelt. Und hier gibt es einfach keine gute Umtragestelle. Die sollte eigentlich vor dem Schöpfwerk schon sein, da war sie aber nicht. Und ja, jetzt mussten wir hier so ein bisschen improvisiert über die Steine, über die Schienen. Und jetzt werde ich das Auto hierher holen, weil jetzt nochmal dafür ins Wasser zu gehen, um da hinten das Auto zu holen, das lohnt sich einfach nicht. Und hier kann man natürlich auch wunderbar fahren. Jetzt unsere Tour hier auf der Netze und auf dem Ilmenau-Kanal. Wir haben euch die Tour unten in der Infobeschreibung noch einmal verlinkt. Genauso wie einen Blogbeitrag, da könnt ihr noch mal alle Highlights und den ganzen Verlauf noch einmal nachlesen. Ja, das waren jetzt nur rund 16 Kilometer. Wir hatten ja am Anfang gedacht, es wären 18. Der Anfang war wirklich wunderschön auf der Netze. Das ist auf jeden Fall weiter zu empfehlen. Und dann wurde es so ein bisschen heikel mit den ganzen Seerosen. Das war etwas mühsam. Also wenn, empfehlen wir wirklich die Tour im Herbst, Winter oder im Frühsommer, im Frühling zu machen. Und der Rückweg war eigentlich auch ganz cool. Der Ilmenau-Kanal ist natürlich etwas breiter, dann kann man richtig schön lospaddeln. Ja, das war es jetzt erstmal hier von unserer Tour. Wenn euch die Tour gefallen hat, dann gebt ihr gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht habt, dann abonniert den YouTube-Kanal. Tschüss!